Du bist gerade bei einem großen, schwarzen, runden Meteoriten, der aus Skystone besteht und hast eine Chest in der Mitte gefunden. Ja, und da ist drin ein Inscriber Calculation Press. Sehr gut. Ein Inscriber Silicon Press. Sehr gut. Und Skystone. Großartig. Dann hast du schon zwei der vier Presses gefunden, die wir brauchen, um Computerchips herzustellen, damit wir ein besseres Lagerungssystem haben. Kannst du nochmal sagen, wer das gefunden hat? Es ist Zufall, was drin ist, und wir müssen mehr Meteoriten finden, bis wir alle vier Presses haben. Ich habe eine riesen Höhle gefunden, die könnten wir eigentlich mal auskundschaften bei Zeiten. Bitte, mach. Nee, nicht jetzt. Das verstehe ich immer nicht, die kannst du doch machen. So, ich habe einen Crusher. Und da mache ich gleich eine Factory draus. Hallo? Ich bin am Abbauen, ja. Hallo. Ja, na, dein Skype ist ja vorher noch abgestürzt. Nein, mein stürzt nie ab. Doch, genau das ist passiert. Nein. Das war nämlich so, dass ich auf dem Server war und dadurch sicherstellen konnte, ich habe eine stabile Internetverbindung. Und dann war der Glamour plötzlich weg. Also kann ich an meiner Verbindung gelegen haben. Doch. Nee. Immer wenn irgendwas abkackt, gucke ich erstmal, ob mein Internet schuld ist. Aber ist es nicht. Doch. Nein, nein. Das kannst du mir gar nicht anhängen. Und egal wie oft du doch sagst, ich weiß, du hast Unrecht. Ich kann ja alles anhängen, was ich will. Vielleicht ist auch einfach Skype ein scheiß Dienst. Aber es lag jedenfalls nicht an mir. Und das ist so wahr. Also Skype war ja früher mal richtig gut, fand ich. Aber seit es einer großen Firma gehört, die sich einen Scheißdreck um diesen Dienst kümmert und es immer mehr kaputt macht. Keiner verklagt uns, du kannst einfach Namen nennen. Nein. Weil du eine Pussy bist, machst du das nicht. Du hast Pussy-Move. Siehst du, jetzt weißt du dir nicht mehr zu helfen. Jetzt musst du wieder irgendwas beleidigen. Das ja, jetzt muss ich verbal dich beleidigen. Ich geh pennen. Scheiße! Wie er ausflippt, ey. Das geht ja auch nicht. Vielleicht hätte ich vorher gucken sollen, welche Maschinen das können. Hast jetzt eine falsche Maschine gebaut. Ja, die kann damit anscheinend auch nicht umgehen. Ach! Scheiße, Mann! Na, ey, jetzt macht das Ding da wieder dran. Jetzt macht die Pipe wieder dran. Ich hab was reingetan. Ja, aber wir haben keine Maschine, die es verarbeiten kann. Das muss warten. Hoppala. Scheiße! Wo soll ich das dran machen? Da rechts an die Chest, wie schon beim letzten Mal, verdammt. Nimm jetzt meinen Kopf ab! Hier. Ist ja toll. Großartig. Ich liebe das Teil. Aber Glenn, wo soll denn das hin? Guck mal, da steht keine Maschine. Darf ich dir auf den Popo klatschen? Guck doch mal, da. Da ist doch gar nichts. Wo soll denn das hin, Mann? Du hast das doch gerade abgebaut. Ja, weil die Maschinen nicht funktionieren. Die sind beide für den Arsch. Ich werde jetzt einen Pulverizer bauen. So. Ich wollte es nicht, aber du es muss sein. Du baust immer nur Pulverizer. Du bist so langweilig, weil du keine Alternatives zulässt. Okay, ich baue eine Sagmill. Das ist eine Alternative. Ist das nicht manuell? Nee, aber Pulverizer gefällt mir besser, weil wir den besser aufrüsten können. Der hat bessere Upgrades. Hast du das Ding jetzt abgebaut? Weil der kein Nether Ore verarbeiten kann. Deshalb baue ich eine andere Maschine, die das kann. Bitte. Ja, hab ich dir gleich gesagt. Ja, es geht jetzt nicht anders. Haben wir jetzt Tin? Du hast Nether Tin Ore im Inventar, schmilzt es einfach. Also bist mir nicht böse, wenn ich das jetzt direkt schmelze? Ja, aber bitte nicht alle. Warte, ich brauche ein Rad. Ja, dann brauche ich vier Stück. Mhm. So. Das dauert nicht lange hier, ich bin gleich soweit. Ah, warte, ich brauch auch vier. Mach mal vier weitere, ich brauch auch sowas. Holz, haben wir Holz? Ja, Holz, Iron, Pisten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen zu viel. Ja, wenn es ein zu viel ist, ist egal, aber du solltest jetzt nicht alle 40 reinstecken. Wieso ist da jetzt Tin-Ohr noch drin? Ach so, der schmilzt es erst in Tin-Ohr, der verdoppelt es auch. Dann schmilzt es nochmal. Ach, scheiße. Da hätte ich ja nur vier reinmachen müssen. Ja, na, ist jetzt nicht so schlimm. Also kann ich doch alles reinmachen? Nein. Oder kriegen wir dann vierfache Ausbeute? Nein, wir bekommen nur doppelte. Aber mit der richtigen Maschine bekommen wir vierfache. So. Ja, bitte. Also jetzt muss ich nur vier Stück davon reinpacken. Nein. Davon musst du jetzt trotzdem acht reintun. Genau.
Weil das ist ja nur ein Furnace, da kriegt man nur eins raus. Aber ein Nether Ore schmilzt halt in zwei normale. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich pack das trotzdem mal hier in die Truhe rein, weil mein Inventar ist voll. Ja, der Schmerz wird gleich vergehen, Glenn, wann die Maschine kommt. So, Batas, das wird jetzt nur ein bisschen zwicken. Da muss ich gerade sofort dran denken, wo du gesagt hast, dass die Maschine kommt. Entspann dich. Mit seinem Lululu. Hast du jetzt deinen Tin schon genommen? Ja. Gut, dann nehme ich meinen. Das ist auch ganz dein. Ich brauche noch zwei Flint. Habe ich nicht mehr. Nicht mehr? Ich hatte einen Flint, da habe ich Flintenstiel rausgemacht und eins habe ich weggeschmissen, als ich unten war, mein Inventar war voll. Okay. Ach komm, das ist jetzt kein Verlust. Nee, ich brauch nur zwei Flint für meinen Pulverizer. Glas. Würdest du mich bitte ein bisschen unterstützen? Jetzt habe ich kein Gravel mehr, du hast das alles. Warum gibst du mir dein Gravel? Ich habe versucht, es abzubauen, um Flint zu kriegen. Jetzt zieh die dumme Chestplate aus. Ich hätte sie dir nie geben dürfen. Bringt das irgendwas? Habe ich jetzt schon zwei Flint? Mann, ey. Das ist doch dämlich. Ich brauche jetzt Flint, hallo. Glenn, ich brauche nicht 8 Flint, ich brauche nur 2. Hör bitte auf, wenn ich 2 habe. Lieber Zuschauer, es ist keine Schleife, in der du dich befindest. Glenn, hör bitte auf, wenn du 2 Flint hast. Wie hoch ist die Chance? 1 zu 8 oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich Flint habe. Guck jetzt in dein Inventar. Ich habe 2 Flint. Hier. Oh, hoppala. So, ich habe bitte mir, sehr der ich, Herr. Ich habe mir eben nicht 64 Pulverizer reingecheatet, ne? Hat er gar nicht gesehen. Was machst du da oben? Das ist von mir. Oh ja, das tut mir leid. Ey, wo ist das Gear? Ja, da ist es. Ich dachte, ich hab's noch nicht gemacht. Bin ich jetzt eben durcheinander gekommen. Ich brauche Machine. Wieso hast du schon Machine Frame? Na, du hast doch genug Tin gemacht. Ich hab auch einen gebaut. Ich hab keine Ahnung, wie ich einen baue. Glenn, ich hab nur ein Flint. Ich brauche noch ein zweites. Kannst du das ins Inventar packen hier? Also in das Rezept? Ach, Eisen und... Warte bitte, Glas. Eisen und Glas. Hast du noch Glas? Nee. Ich hab gerade was, ich tue hier was rein. Gib mir mal bitte das zweite Flint. Das muss hier noch um die rechte Seite von meinem Rezept. Das ist unten in der Truhe. Warum? Nein, anderes. Nein, hier, die kleinen, unter der, da sind zwei Flint drin. Wo hatte ich denn das andere her? Ich hatte ja schon eins. Egal. So, ein Pulverizer Basic. Und was den das können ganze wir, Essen hingepackt? Den können wir schön aufrüsten. Keine Ahnung. Ach, hier, hab schon gefunden. So. Der Input ist oben. Genau, und der kann das verarbeiten. So. Wunderbar. Der verarbeitet es. Macht Gott sei Dank keine Geräusche. Und dann können wir den Quartz Grindstone auch abbauen. Den brauchen wir nicht mehr. Mann! Was denn? Blöder Sack. Was ist denn jetzt los? Ach, da so, ist Glas. Da sind noch Materialien. Und da ist unser Pulverizer, der jetzt arbeitet. Ziemlich langsam, weil er halt basic ist. Deshalb will ich den eigentlich noch aufrüsten. So, ich hab das Teil. Reinforced oder muss ich hardened bauen? Enderium kann ich noch nicht. Dann brauche ich erstmal hardened. Wo soll ich den Induction Smelter hinstellen? Irgendwo, wo er Strom kriegt. Der muss nicht mit den anderen Maschinen verbunden sein. Das Haus ist zu klein. Definitiv. Nein, das... So wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich weiß genau, was du vorhast. Ich wollte das Haus hier rumbauen. Nein, du wolltest den Induction Smelter hier hinstellen. Das wolltest du tun. Nein, das wollte ich nicht. Glenn, ich kenne so eine Situation genau. Ich stand schon oft davor. Das Haus ist viel zu klein. Es kommen noch mehr Maschinen. Wie wäre es, wenn wir das Haus in die Richtung von mir aus ausbauen? Hoppala. So. Und vielleicht auch mit den Steinen, die uns Master Cheat Sheet gegeben hat. Natürlich, nimm ruhig Cobblestone, das ist viel hübscher.
Seit wann achtest du auf hübsch? Das ist so unendlich. Kannst du mal aufhören damit? Hier fliegt alles um mich rum. Was denn? Ich reiß eine Wand ein. Was denkst du denn? Ich bin doch kein Magnet. Doch, aktuell schon. Genau das bist du. Warum nehmen wir Cobblestone verfickt? Seit wann achtest du auf Schönheit? Glenwan, wir haben eine Kiste voll mit hübschen Steinen. Da kann man doch wenigstens mal Die aber mega gecheatet sind. Ja, von Master Cheat Sheet. So, jetzt machst du ja auch Cobblestone. Also ist das schon recht. So. Halt die Fresse mal. Das geht das Gezicke aber diesmal von dir los. Mann, ey. Ja, ich bin stinkig, angenervt. Was soll denn das hier? Du hast doch nie auf schöne Häuser geachtet. So ein Shit. Wenn man Vanilla schon mal, ist Dreck und dann kommst du auf einmal auf den vanilligen Geschmack und dann muss auf einmal alles hübsch sein. Wenn man schon mal so ein... Ja, weil ich dachte, damit kannst du dir denn die Zeit vertreiben. Ja, das ich, ist schon der Fehler, du während denkst. Ich modbasierte Sachen mache, die schwerer sind und schwer zu erklären vielleicht. Deshalb dachte ich, du machst Sachen, die du kennst. Und du machst mal was schön. Ich mache immer alles in schön. Jetzt stellen von mir aus hier neben die Basic Capacitor Bank, ist egal. Aber warte noch, bis da ein Kabel liegt. Wir haben keins mehr, wa? Nee. Warum bist du dir da jetzt mit einem Schlag so sicher? Ja, weil ich nirgendwo hier Kabel gesehen habe. Und um mich rumfliegen auch keine. Okay. Das ist ja nicht schwer herzustellen, ich mache sowas. Das ist nur ein Redstone und rechts und links ein Steel-Ingot. Das ist nicht schwer. Weil den Induction... Nee, wie heißt der? Den Furnace, den du da hast, wie heißt der? Induction Smelter, Basic. Achso, doch, ja. Okay, weil den brauche ich gleich auch für mein Rezept, um den Pulverizer abzugraden, damit der schneller wird. Oder effizienter, oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. So. Okay, Basic Universal Cable. Bekommen wir 8 Stück bei einem Rezept. Da, jetzt kannst du. Wunderbar. Ich schalte noch die Inputs aus. So. Ansonsten exportiert er das irgendwo hier in die Maschine und das ist ja witzlos. So. Flux-Slot ist an. Strom, okay, gut. Damit kannst du auch Invar herstellen, wenn du es brauchst. 2 Iron Ingot und 1 Nickel Ingot. Macht 3 Invar, falls du das mal brauchst. Ja, ich habe kein Nickel. So. Ja, nur wenn du Invar brauchst. Das muss ja nicht unbedingt heißen, du brauchst jetzt Invar. War ja nur so eine Idee. So, Hardened Glass. Genau, ich brauche ein bisschen Obsidian, da hast du doch was von, nicht wahr? Ja. Pack mal 2 davon in den Pulverizer. Das ist vielleicht einfacher. Da ist ja jetzt schon was anderes drin. Ja, na, ist egal. Warten, bis der fertig ist. Nimm's raus. Der ist gleich fertig. Aber vielleicht kommt dann gleich das nächste aus dem Buffer der Pipe. Das weißt du ja nicht. 2 Stück, der Herr. Wunderbar. Da bekomme ich denn Pulverized Obsidian raus und damit kann ich gehärtetes Glas herstellen. Stained Glass. Nee, Hardened Glass. Hardened Glass. Stained Glass ist einfach nur, Mann. Nee, Mann ist es nicht. Dann brauche ich noch LED. LED. Das ist nicht so. Let it LED. Be. Let nee. Absolut nicht. Komisch, Blei und Obsidian ergeben gehärtetes Glas. Warum auch immer. Da hinten ist eine Riesenhöhle. Was? Das kann aber auch nur... Was für eine Riesenhöhle, wie meinst du das? Nee, das sah aus wie ein Riesenhöhleneingang, aber das scheint wieder nur so einfach nur schwarz zu sein. So ein Durchgang. Ach so, ein Beleuchtungsfehler. Nein, gar kein Durchgang. Ja, so ein Schatten. Mhm. Fuck. Okay, Copper Powder, Silver Powder. Hast du schon ein Magma Crucible? Noch nicht, wa? Und ein Fluid Transposer, die brauche ich auch, die beiden Maschinen. Lass mich mal auf meine geile Checkliste schauen. Ja, die stehen da ja drauf. Ich muss ja erstmal alles abhaken. Mhm. Fluid Transponder, den mache ich jetzt. Poser. Transposer, nicht Transponder. Ah ja, Nein, Transponder ist noch was anderes, aber gut. Ich bin auf dem richtigen Weg, jetzt heul nicht rum. Ja, nein, ist ja alles in Ordnung. Ich habe noch nie so viel geschafft wie heute. Ich brauche eins. Auch Silber, wenn ich gerade voll mit dem Mikro geredet habe. Ach wirklich? Hat man gar nicht gehört. Halt die Klappe, du Affe.
Oh nein. Zwei Copper Gears Machine Frame. Ach, das kriege ich hin. Und Glas. Ich brauche jede Menge Glas. Ja. Haben wir noch genug? Ich habe hier noch Sand? Eins. Ja, ich habe 32 Sand. Da. Ich bin voll, warte. Ja, ich auch. Ich habe irgendwie nichts, kein mehr Platz. Kein mehr Platz. So, Copper, Silber und dann brauche ich einen Eimer mit geschmolzenem Redstone.